Jo, was geht ab, Freunde? Halt mal so ein Video. Wird alles mit dem Handy aufgenommen. Wundert euch nicht, Freunde. Wir haben gerade Sonntagmorgen. Und ich bin gerade hier am Joggen. Bei mir am Wald. Warum mache ich dieses ganze Video hier? Also hat einen folgenden Anlass. In den letzten Tagen ist halt sehr viel passiert. Die mir auf Instagram folgen, die wissen, was abging. Ich habe nämlich, kurze Aufklärung, erstmal, ich nehme das Ganze mit dem Handy auf. Das Video wird, denke ich mal, umgecuttet werden. Also ich werde das gleich sofort hochladen. Wir haben gerade Sonntag, weiß ich nicht, 10, 11 Uhr, bin gerade am Joggen. Und ja, wer mir nicht auf Instagram folgt, ich habe einen Post gemacht vor ein paar Tagen, Dienstag, Mittwoch, ich weiß nicht. Dort habe ich reingeschrieben, sorry Leute, aber ne, ich muss euch leider mitteilen, dass ich heute angegriffen wurde und im Krankenhaus war. Ich werde die nächsten Tage erstmal inaktiv sein. Sonntag wird erstmal kein Video kommen, wir wollten ja was in Frankfurt drehen. Wir haben wirklich sehr, sehr viele geschrieben. Erstmal Dankeschön an die, die mir gute Besserung gewünscht haben und so weiter und die mir geschrieben haben und mich ein bisschen stärken wollten. Und viele haben auch gesagt, sei bitte nicht so lange inaktiv, gib uns ein kleines Lebenszeichen. Ich war jetzt, keine Ahnung, 4 Tage oder so, ich weiß nicht, ein bisschen inaktiv. Hab das Handy beiseite getan. Bin morgens joggen gegangen, es hat jetzt ein bisschen gut getan. Frische Luft, klaren Kopf bekommen. Wie gesagt, hat halt diesen Post gemacht. Und ich dachte mir jetzt aber, komm, ich mach diesen Sonntag dennoch als Aufklärung. Ich gehe nicht ganz ins ganze Detail rein, aber ich werde ein... Ja, sowas wie ein Statement machen. Ich werde eine kurze Aufklärung machen. Ich denke mal, das bin ich euch schuldig. Da ich auch versuche, jeden Sonntag um 12 Uhr ein Video rauszuhauen. Das hat diesen Sonntag nicht geklappt. Also würde jetzt nicht klappen. Wir wollten ja nach Frankfurt fahren, aber das ging ja nicht. Dafür hatte ich keinen Kopf und hatte viel zu starke Schmerzen. Also, was ist passiert? Warum jetzt dieses Video? Freunde, müsst wissen, erstmal, wie gesagt, ich werde euch das alles grob erklären und werde nicht ganz ins Detail reingehen, weil die Sache gerade versucht wird, so zu klären. Dennoch möchte ich mich hier äußern. Sollte später noch was passiert werden, sage ich euch nur eins. Ich habe ganz viele, ich habe alles aufbewahrt. Screenshots, Beweise, Telefonate und so weiter. Und werde alles dann öffentlich legen und jedem zeigen, von wem ich bedroht wurde, von wem ich kassiert habe und so weiter, was alles passiert ist. Ich hoffe, ihr seht mich auch, Freunde. Ja, ich erzähl's mal. Ganz schnell versuche, mich hier kurz zu halten. Und zwar, was passiert. Dienstag oder Mittwoch war ich am See mit 2 Freunden. Ne, gerade angekommen. 37 Grad, glaube ich. Wir wollten das Wetter genießen. Der Tag hat schön angefangen. Und ihr müsst wissen, seit mehreren Monaten werde ich halt von bestimmten Leuten bedroht. Es werden Sachen verlangt, sage ich mal so. Und das alles auch ja wegen 1-2 Personen, die schon sehr lange auf mich, ja, also die mir Misserfolge wünschen, die sehr viel Neid haben und auf meinen Erfolg nicht klarkommen, mit denen ich auch früher unterwegs war, die mit allen Mitteln versuchen, andere zu schicken, um mir zu schaden, weil sie es selber nicht anrichten können. Von mir wurde schon lange Geld verlangt. Von mir wurden Sachen verlangt, ja, also unmögliche Sachen. An die, die mich kennen, ich bin ein sehr respektvoller Mensch. Ich respektiere Ältere. Ohne Grund beleidige ich niemanden. Ohne Grund gehe ich auf niemanden drauf oder mache irgendwas, ja. Jeder, der mich kennt, der weiß, wie ich bin. Ich bin ein ganz netter Kerl. Und ja, was haben diese Personen von mir verlangt? Geld und so weiter, seit Monaten am Drohen, sind aber nie an mich rangekommen. Auch sehr, sehr viel Hilfe von Kerim, mein Bruder, bekommen, Kerim Engesek, ja, einige werden ihn kennen, den MMA-Kämpfer. Ich möchte auch an der Stelle sagen, aus tiefstem Herzen, Riesendank an meinen Bruder Kerim. Wenn ich ihn nicht hätte, dann würde ich bis heute viel, viel mehr Schläge kassiert haben und würde viel eingeschränkter sein in meiner gesamten Laufbahn hier und könnte nicht so viele Videos drehen, bestimmte Videos, ja. Weil ich sehr viel Rückenstärkung von ihm bekommen habe. Wirklich einen riesen, riesen Dank an Kerim, mein Bruder. Was passiert? Am See
waren dann halt diese Leute da, kamen zu mir, die mir auch schon lange gedroht haben. Wie gesagt, ich möchte jetzt erstmal keinen Namen nennen und nicht ins Detail gehen. Und ich weiß nicht, es ging dann doch um eine andere Sache. Kamen zu mir und haben einen Satz gesagt, was habe ich da gehört? Dieser Junge hat so gesagt. Und dieser Junge ist der Junge, der mich schon seit Monaten, schon über einem Jahr nur Misserfolg wünscht, der einfach versucht, ja, mit Hintermännern an mich ranzukommen. Und er ich antworten konnte, wie, was los, dies und das, ja. War ein Kopf an Kopf. Fiel die erste Richtung Ohr und dann die zweite. Ich gehe zu Boden, bin erstmal benommen und wusste nicht, was abgeht. Ohren piepsen, missfindelig. Ich kam erstmal nicht klar, war komplett benommen. Kopfschmerzen. Dann kam jemand dazwischen. Von meinen Leuten hat den weggehalten und der, was los, so. Zum Glück waren wir an See, wo 1000 Leute waren. Erstmal riesen Dank, dass niemand, auch nicht die Aufsicht, Zivilcourage gezeigt hat, dass jemand dazwischen gegangen ist. Das könnte noch schlimmer eskalieren. Ich glaube, es wäre auch viel, viel schlimmer eskaliert, wenn nicht 1000 Leute am See wären. So, da musste ich erstmal zu Boden gehen und musste erstmal klarkommen. Bei der Hitze sowieso. Ich bin ein Mensch, der schnell einen Hitzeschlag bekommt und dann nach solchen Dingern am Kopf muss ich erstmal klarkommen. Dann bin ich an meinen Platz gegangen. Muss erstmal klarkommen, habe meine Sachen gepackt, bin nach Hause. Ich habe, ja, wie gesagt, erstmal Kerem Bescheid gesagt. Kerem ist mein erster Ansprechpartner, der mir in solchen Sachen hilft. Dennoch bin ich auch zur Polizei und habe erstmal, ja, Anzeige gemacht. Das war natürlich, ja, wie sage ich jetzt, sehr, 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 sehr gefährlich, diese Anzeige, weil diese Leute natürlich diese Anzeige nicht kassieren dürfen. Sehr, sehr vorbestrafte Jungs. Was wurde dann gesagt in den letzten Tagen? Müsst ihr wissen, dass sehr oft Fahrradfahrer, ich hoffe, es wird jetzt nicht so laut hier. Ja, es wurde sehr viel gedroht. Von Mutter bis Vater wurde beleidigt. Leute wurden vor Türen geschickt, Reifen wurden zerstochen, Ansagen wurden gemacht, von Umbringen bis Tothauen. Ja, ich konnte kaum rausgehen, ich gehe halt morgens hier joggen. Schon seit einiger Zeit lebe ich halt so in Bedrohung mit Angst, was ihr aber nicht wisst, das sind Kopfschmerzen, Kopfschmerzen, Kopfschmerzen. Und ja, jetzt halt die Sache, wenn diese Anzeige nicht zurückgezogen wird, werden doch, ja, laut deren Ansage sehr, sehr schlimme Sachen passieren. Das wird auch passieren, da bin ich mir sicher, aber ich sage euch eins, Leute. Ich wurde so oft bedroht, von mir wurde so oft so viel verlangt. Ja, ich habe schon so oft Schläge bekommen. Die meisten Sachen wisst ihr gar nicht. Wie gesagt, wenn Kerem nicht da wäre, wäre noch viel, viel mehr passiert. Ich hab's langsam satt. Ich werde keine Anzeige mehr zurückziehen. Ich weiß, dass ich später noch irgendwann von den Leuten, wenn ich gesehen werde, noch mal Schläge bekomme. Das ist mir aber egal. Ich bin ein Mann, ich bin ein Türke und wir haben unseren Stolz. Ich bekomme lieber Schläge, als irgendjemandem Geld zu zahlen. Nur weil er meint, große Namen zu haben. Und weil das irgendwelche Clans sind, die was sagen, dass das dann nach deren Nase laufen muss. Ja, ich habe die Schläge bekommen. Am Mann, wenn eine Anzeige kommt, soll dazu stehen. Ja, und nicht einfach sagen, ich bin der und der, du wirst die Anzeige zurückziehen. So läuft das jetzt nicht mehr. Wie gesagt, das war es im Großen und Ganzen schon. Sobald mir was passiert, ich warte nur darauf, sobald ich wieder angegriffen werde, was jetzt momentan geplant wird, was hier in meiner Stadt rumgesprochen wird, ne, alle Freunde kommen zu mir, dies und das wird rumgesprochen und die Leute sagen, geh nicht raus, so. Ich bekomme alles mit. Sobald das passiert, werde ich ein Video machen, werde diesejenigen Namen öffentlich legen. Glaubt mir, Freunde, wenn ihr diesen Namen hört, selbst diese Person weiß, dass wenn das ins Internet kommt, dass das eine riesen Blamage für diese Leute sein wird, weil diese Leute einfach, ne, was weiß ich, 10 Jahre älter sind, vom Nachtleben kommen, in gewissen Clans waren, in gewissen Banden, dies und jenes. Das sind erfahrene Leute mit Kampfsport. Und wenn das ans Licht kommt,
und die Leute wissen, ey, das war der, 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 der. Das sind auch viele andere Leute. Ich hab Tonaufnahmen, Beweise, ich habe alles aufgenommen. Gespräche, ich werde alles öffentlich legen, ja. Also ich glaube nicht, dass diese Person das will, aber damit würde ich auf jeden Fall den kompletten Ruf schädigen, einfach nur aus dem Grund, weil, also in dem Moment einfach schädigen, weil er mich angegriffen hat und die Leute ihn auslachen würden, weil er aus dem Nichts einfach, aus Langeweile, weil er einfach was von mir will, mich einfach schlägt. Einfach lächerlich. Kindergarten, wie gesagt, ich bin froh, dass ich den Kerim habe und der mir bei der Sache hilft. Momentan ist die Sache am Eskalieren. Und wie gesagt, die hätten mich schon längst angegriffen, es wäre schon längst viel mehr passiert, wenn Kerim nicht im Machtwort gesprochen hätte. Aber Kerim wohnt nicht bei mir um die Ecke, er ist nicht mein Nachbar. Und gewisse Leute, die kommen auch aus meiner Stadt, und sobald die mich sehen, dann ne, kann man nicht warten, kurz einen Anruf tätigen. Dann passiert es halt. Deswegen, Leute, war ich halt eingeschränkt und ich weiß nicht, wann das nächste Video kommt. Ich hoffe, ich kann irgendwann wieder die Tage in Frankfurt das Video drehen, was geplant war mit Denetta. Das wollten wir eigentlich schon davor machen, aber ging ja nicht. Da habe ich auf jeden Fall Rückendeckung von Kerem, dass ein paar Leute mitkommen und aufpassen. Frankfurt weiß man ja auch nicht mehr. Muss man halt ein bisschen aufpassen. Momentan ein bisschen eingeschränkt. So ist das halt. Sowas hätte ich nicht gewollt. Ich wollte einfach nur meine Videos drehen. Wollte ein bisschen entertainen. Aber sobald du etwas hast, will jeder was zum Kuchen, Leute. Und eins kann ich euch schnell sagen, lasst euch niemals unterkriegen. Lieber sterbe ich, bevor ich irgendjemandem Geld zahle, damit ich irgendjemanden für nichts entschuldige oder für irgendjemanden da unten oder sonst was. Deswegen sage ich euch nur eins, Leute, lasst euch von niemandem was sagen, lasst euch niemals unterkriegen. Egal, wer kommt, egal was ist, steht euer Mann. Ja, ich hatte leider Freunde, die nicht so gedacht haben, die von diesen Leuten eingeschüchtert wurden, ja, die mich dafür verraten haben, die geredet haben und so, die dann gegen mich waren. Einfach nur aus dem Grund, ich kann das verstehen, weil sie Angst hatten. Aber da dachte ich mir einfach nur, was muss man für Freunde sein, die wegen ein bisschen Schläge einfach sofort in Panik geraten, sofort Angst haben. Also kassiert lieber ein bisschen Schläge, anstatt euch zu verkaufen oder euren Stolz zu verkaufen, ja, Freunde. In dem Sinne, das war's mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch aufklären. Wie gesagt, sollte mir was passieren, wird das ganz große Video kommen. Ich habe kein Problem damit. Ich hoffe, dass wir die Tage das Video mit Denetta drehen können und dann, dass hier ein lustiges Video kommen kann und ich dann danach weiter Videos drehen kann und so weiter. Ich gehe jetzt weiter joggen. Ich denke mal, oh, stimmt, das Video muss gleich online kommen. Lade ich hier so hoch und ja, ciao, Freunde.